Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Wir haben jetzt mal irgendwas geklaut von dem Typen. Ja. Ich gehe erstmal zum Aussichtspunkt da oben. Falls das hier richtig ist, ich bin mir gerade unsicher. Natürlich ist es richtig. Ich kann es halt. Nein! Du Arschloch. Scheiße. Nein, dann bleib mir gefällig verbleibe. Komm her. Naja, ist ja nicht allzu hoch. Bin ja schon wieder da. Nichts mehr auf der Karte oder wie jetzt? Ach, Scheiße. Du sollte alles eingejagt. Er sollte besser kein Ärger spielen. Wofür flüchtet er nur? Aber ich brauche diesen Sync-Fehler oder was? Du bist arschkrank und hungrig? Das Witzige ist, der ruft jemand nach Hilfe, aber ich sehe nichts auf der Karte. Jo. Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. Was für ein Name? König Richard versprach uns ein besseres Morgen, blühende Landschaften und einen neuen Anfang, aber er brachte nur den Tod. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit gibt einem anderen kämpfen für diesen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Mann. Aber Wilhelm weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. Habt König so Richard schon versprach uns ein besseres Morgen, nicht. Blühende Landschaften und einen neuen Anfang, aber er brachte nur den Tod. Rück es nicht da hoch, Mann. Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei haben, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere... Da kommst du doch wohl dran. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Morgen, blühende Landschaften und einen neuen Anfang. Aber er brachte nur den Tod. Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Wir sind zu wirklich. Unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie. Wirklich. Nee. Keine Lust mehr. Nö. Leck mich jetzt. Ach, ja. Wie achtlos kann man denn sein? Er sollte besser keinen Ärger stiften. Das macht mir auch so großen Spaß, Aussichtspunkte zu besteigen, wo man nicht hochkommt. Oder wo man auch gar nichts dadurch gewinnt.
Nicht mal da hoch kann der. Einfach Aussichtspunkt. Habt ihr das gesehen? In das heilige Land, um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch sie wendeten sich ab. Weigerten sich, ihn als ihren Erlöser zu erkennen. Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. Und so steht Richard, unser König und Retter. Hey, hier sitze ich. Wow. Wenn eure Herzen rein sind, wird er euch erhören. Friede sei mit euch, Bruder. Obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist, geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Nur, dass er sie nicht zu schützen vermag. Niemand kann der Macht von König Richards Heerscharen widerstehen. Er wurde von Gott entsandt. Was zum Teufel wollt ihr? Ach nicht. Ich mache keine Zeit, bin ganz im Jubel. Perfekt. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Nichts. Rein da. Ja, eigentlich das hier. Wo war das da? Achso, Oh, so bald ist ja einfach mal. Ach, schade, ich wollte ihn runterziehen. Das kann ich sagen. Er ist entschwunden. Entschwunden. Hm. Alles Gleiche. Hört mich blöd, also. Seid stark,
unsere Hilfe, können Richard und seine Mannen das Heilige Land nicht befreien. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Bestellt euren Acker. Helft den Verwundeten. Ein Assassine! Ein Assassine! Tötet ihn! Haltet ihn auf! Scheiße. Was habt ihr denn so erlebt? Was ist der? So, schnappt ihn! Was haben Sie die Zentralen zu machen? Über der Weg auf Stand geht und der Führer viele Sachen. Was ist denn ein Grund für diesen Unfug? Über euch wacht! Seine Hand wird unsere tapferen Recken zum Sieg führen! Zuerst den Akon! Nun gut, dann verkriech dich eben! Feiger Bastard! Die Sarazenen werden von uns ausgemerzt! Wir warfen sie auf Akon und vertrieben sie aus dem umliegenden Land! Nun ziehen sie sich in den Süden zurück und betteln bei Saladin! Kommt doch nicht um! Da oben oder was? Scheiße. Oder der da? Hast du noch nicht genug gejagt? Achso, nee. Du kannst doch nichts anderes. Ich hab doch nichts getan. Ich hab falsch geguckt. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Nein, nicht weiter gucken, nicht weiter gucken. Scheiße. Nur bei den Eindruckskerl hier. Habe ich das geschafft oder nicht? Habe ich da nicht? Kann mir jemand sagen, wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Na, habe ich nicht. Die Bogenschützen leben noch, Alter hier. Kehr zurück, wenn das nicht mehr der Fall ist. Jemanden verletzen.
Ist mir so gut, ich gehe jetzt einfach dahin und mach die kalt. Wirklich. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nö. Hab Dank, Altair. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Dann gucken wir noch eben, was der andere Informant hier für uns hat. Er wird jemanden verletzen, ich weiß es. Wieder zurück, Alter, ihr. Ja. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück. Denn ich habe etwas für euch. Es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Was? Du musst mich da pupsen. Eure Narretei werden noch Menschen zu Schaden kommen. Maudit Voleur. Je te ferai trancher la main. Das schaffe ich niemals. Niemals. Aber ich gehe einfach. Auch so einfach. Man sieht es nicht noch mehr werden. Okay, es werden doch mehr. Nein! Ah, da steht die Anzahl. Habe ich ja gar nicht gesehen. Wo ist die letzte? Da unten ist er nicht. Oh ne, ich sag, ich muss die jetzt suchen, oder was? Hä, wo ist die? Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Bin ich denn blöd? Eure Arbeit ist nicht meine Meinung überhaupt zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Oh, bin ich halt verpeilt. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Okay, okay. Noch eben zum Büro und dann Schluss.
Ja, ich bin heute ziemlich verpeilt, also nicht wundern. Und einen neuen Anfang, aber er brachte nur den Tod. So ein Narr. Es gibt keinen Ruck. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Ist der das Wahnsinn? Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Kommt nicht näher. Nein. Ach, mir die Nase kam. Wurden sie entdeckt? Stoßen sie die Leute aus dem Weg? Oh Mann, der hätte mich doch gleich im Büro teleportieren können. Ich bin nicht verletzt. Ich hatte Willen, junger Mann. Wo mag er wohl hin sein? Bitte, warum muss er so? Herzen, tut das nicht wieder. Hä? Hey. Immer muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Ja. Oh, wo bist du? Nein. Zumindest ist man nicht gestorben. Das ist ein großer Fortschritt. No. Oh. Alter. So ein Narr. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Warum tut er das? Warum nicht? Boah. Altair, was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Er wurde erregt, wo Richard da war? Alter, ist er schwul? Nein, Schock. Ja, das machen wir im nächsten Part, weil wir schon 45 Minuten aufnehmen. Also, dann, ciao.